Hallo und herzlich willkommen in Lillis Welt. Ich freue mich so sehr darüber, dass ich euch endlich mal meine Küche zeigen darf. Endlich. Ja, wie ihr seht, ne, ist alles noch nicht ganz fertig, aber ich kann es doch nicht abwarten, bis alles hier fertig ist und ich euch es dann erst zeigen kann. Deswegen kriegt ihr jetzt schon auf jeden Fall was zu sehen. Ich zeige euch meine ganze Küchenplanung, die Montage und auch ein bisschen was. Mal gucken, ob ich euch meine Schubladen reinschauen lasse. Aber ich zeige euch auf jeden Fall zwei Highlights hier in meiner Küche. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich, dass ihr hier am Start seid. Viel Spaß mit diesem Video. Unsere Küche haben wir in einem Küchenstudio geplant. Das ist ganz bei uns in der Nähe. Wir waren super zufrieden da, haben uns sehr gut beraten gefühlt. Ich bin total happy, dass wir diese 3D-Planung hatten. Da konnte ich mir das echt alles richtig gut vorstellen. Ich konnte alle Materialien sehen. Ich konnte verschiedene Farben miteinander vergleichen und auch schauen, ob das irgendwie zu unserem Boden auch passt. Ne? Da muss man ja auch drauf achten. Das ist irgendwie alles gar nicht so einfach, wenn man nur so Muster in der Hand hält. Da braucht man viel Vorstellungsvermögen. Es hat mir auch total geholfen, dass wir dann aber auch vor Ort einmal alles ausgemessen haben und wusste ich, dass auch alles richtig passt und alles stimmt. Und als dann die Monteure da waren, da hat man das ja auch gemerkt, wie sauber die Küchenplanerin das alles abgecheckt hat davor. Es hat eigentlich wirklich alles auf dem Millimeter gepasst. Ey, da waren wir echt total beeindruckt davon. Und als die Küche dann stand, das war echt ein so krasser Moment, weil das einfach das Herzstück des Hauses für mich ist. Und mir hat das so viel bedeutet, dass so fremde Menschen meine Küche gebaut haben. Und am Ende war ich einfach nur happy, als ich die in voller Montur gesehen habe. Das hier, meine Damen und Herren, ist mein Schmuckstück. Das ist das Herzstück des Hauses, meine Küche. Meine Küche sollte zuerst eigentlich schwarz werden. Ich hatte total Bock auf so einen krassen Kontrast. Aber nach langem Hin und Her überlegen hatte ich einfach keinen hundertprozentigen Frieden darüber. Auf weiß hatte ich aber auch keine Lust mehr, weil ich einfach schon immer nur weiße Möbel hatte. Und ich liebe ja so Beige-Töne und so. Ich wollte irgendwas Warmes, Gemütliches, Kuscheliges. So wie ich halt so bin, ne? Muss ja auch zu meiner Persönlichkeit passen, sonst matcht das ja nicht, ne? Ja. Und deswegen habe ich mich tatsächlich für so ein Grau-Beige entschieden, weil es noch nicht so viele Küchen in dieser Farbe gab. Bei unserem Küchenhersteller gab es tatsächlich ein kleines Problemchen mit dem Silikon hier. Aber wir haben auf jeden Fall am Ende die richtige passende Farbe gefunden, die dann irgendwie zu diesem Ton passt. Das war wirklich gar nicht so einfach. Ich habe mich für ganz glatte Oberflächen entschieden, weil ich das einfach mag, das Grifflose. Hier auf dieser Seite habe ich nur Dinge, die ich hier für den Esstisch brauche, weil wir hier auch direkt essen. Und deswegen habe ich hier sowas wie Besteck und Tassen. Und hier habe ich dann die Teller. Dann können die Kinder auch direkt darauf zugreifen, müssen nicht in irgendwelche hohen Schränke rein. Die Gläser. Alles, was wir einfach so für den Tisch brauchen, alles, was ich zum Kochen brauche, habe ich dann hier hinter. Wie ihr sehen könnt, habe ich keinen einzigen Hängeschrank. Das sind meine einzigen hohen Elemente hier in der Küche. Das liegt daran, dass ich erstens ein eher minimalistischer Mensch bin. Ich habe nicht so viel Besitz und ich bin auch eher damit überfordert, wenn ich zu viele Utensilien habe. Deswegen brauche ich eigentlich auch gar nicht so krass viel Stauraum. Das zweite ist, ich bin ein ziemlich kleiner Mensch und mich stresst das richtig, wenn ich immer so hoch steigen muss. Ganz einfach. Da plane ich nämlich schöne Regale hinzumachen, wo dann einfach Deko drauf kommt, ne? Das macht das Ganze ja auch ein bisschen gemütlicher. Hier möchte ich einen richtig schönen, großen Schirm haben, der das alles vollkommen macht hier. So habe ich eine ziemlich kleine, kompakte Küche mit allem, was ich brauche. Und daneben an habe ich aber natürlich noch ein Geheimversteck, ne? Also hier ist nämlich meine kleine Speisekammer. Da würde Marvin jetzt auch noch reinpassen. Die ist noch nicht ganz ausgebaut, aber so ein bisschen haben wir uns die schon hergerichtet. Hier sind dann diese fetten Elektrogeräte drin, auf die habe ich nämlich keinen Bock in der Küche. Getränke, Müll, habe ich alle da. Da kommt dann noch eine schöne Schiebetür rein, damit man immer das Chaos hier nicht sieht. Also habe ich auf jeden Fall ganz viel Staumöglichkeiten noch da drin. Deswegen brauche ich auch gar nicht so eine riesen fette Küche.
hier ganz klassisch mein Herd. Und das ist auch mein allerlieblingsherd. Und zwar habe ich mich tatsächlich für den Bora-Herd entschieden, weil ich stehe übertrieben auf diese heftige Abzugshaube. Also ich habe hier keine Abzugshaube mehr oben, sondern hier drinnen. Ne? Und es ist so krass, Leute. Ich zeige euch das mal. Der ganze Dampf geht echt hier rein. Ich liebe das, damit zu kochen. Hier habe ich direkt meine ganzen Gewürze und ganz viel Öl, alles, was ich zum Kochen brauche. Hier habe ich die Töpfe, hier habe ich die Spülmaschine und hier, meine Damen und Herren, habe ich für euch vorbereitet ein besonderes Highlight. Und zwar habe ich mir einen Incinerator gegönnt. Hier unten im Spülbecken ist sozusagen ein Mahlwerk und ich muss einfach nur dafür das Wasser anmachen, den Knopf drücken und so. Und weg ist die Banane, die wird jetzt so klein gehäckselt wie ein Brei und kommt dann in die Kanalisation. Wenn das jetzt jeder deutsche Haushalt machen würde, dann wäre es vielleicht nicht so nice, aber macht ja nicht jeder. In Amerika machen das wirklich fast alle. Von denen haben wir es geglaubt. Also hier habe ich meinen coolen Backofen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar nicht überlegt, was mir wichtig ist. Das Einzige, was mir wichtig war, ist, dass er sich selber reinigen kann, weil Backöfen zu reinigen, das ist ja wohl mal gar nicht meine Stärke. Ne? Und deswegen war das die einzige Funktion, die mir wichtig war. Ansonsten ist es voll das Hightech-Ding. Ich bin mega damit zufrieden. Auch unser Kühlschrank, der verbirgt sich hier hinter. Damit sind wir eigentlich ganz happy. Bei meiner Spülmaschine ist auch ganz nice, wenn ich die aufmache, dann kommt mir so ein blaues Licht entgegen. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, wo sehe ich denn die ganze Anzeige? Weil das ist ja alles so zugemacht hier. Und dann war ich total überrascht, als ich dann das erste Mal die Spülmaschine angemacht habe. Das mache ich jetzt mal vor, weil die ist jetzt sowieso fast voll. Erstens ist sie super leise. Und zweitens habe ich dann bemerkt, dass hier unten auf dem Boden dann die digitale Anzeige von der Spülmaschine ist. Und dann weiß ich, wie lange die geht. Also wer von euch hasst es genauso wie ich, Backfläche sauber zu machen, vor allen Dingen, wenn sie komplett fettig sind. Ich mag es gar nicht und deswegen war mir super wichtig, in der Küche ein Spülbecken zu haben, wo ein ganzes Backblech reinpasst. Weil normalerweise macht man das Backblech dann immer so sauber, ne? Weil das ja nicht ganz reinpasst. Aber mein Backblech, das passt ganz rein. Und das macht mich so glücklich, Freunde. Ich sag's euch. Da gibt es dieses ganze Gespritze nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich es sauber gemacht habe, ja, da war ich komplett nass. Und das war gestern. Heute habe ich ein perfektes Spülbecken, wo mein Backblech reinpasst. Und das ist für mich ein Highlight. Am Anfang dachte ich, oh mein Gott, wie passt unsere Küche in diesen kleinen Raum hier rein? Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es halt irgendwie genug Platz ist. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass es zu eng ist, dass es zu klein ist. Aber wir können wirklich zu viert hier theoretisch stehen und stehen uns nicht im Wege. Der eine kann da arbeiten, der andere hier. Selbst Marvin und ich haben jetzt hier schon einige erfolgreiche Küchensessions gehalten, ne? Wir zwei, Marvin. Also es wird auch mal besser mit uns beiden. Ich liebe das einfach, dass es eine Verbindung ist zum Wohnzimmer, wenn wir Besuch haben, dass ich einfach nicht in einem anderen Raum bin, sondern es einfach ein gemeinsamer Ort ist, wo alle zusammen in einem Raum sind. Die Aussicht nach da hinten kann ich direkt beim Kochen genießen. Ich komme einfach runter hier. Ich liebe meine Küche, freue mich auf die Details, die noch hier reinkommen. Lasst euch auf jeden Fall auch Anteil daran haben, wenn es soweit ist und die Küche vollständig fertig ist. Ich bin auf jeden Fall super, super dankbar, dass wir uns für einen regionalen Küchenhersteller entschieden haben, der hier bei uns in der Nähe ist. Das Coole ist ja, dass ich die Küche ganz alleine geplant habe, ohne Marvin. Also der wusste überhaupt nicht, was ihn erwartet. Und schlussendlich ist die Küche jetzt hier. Und Schatz, ist ja kein Geheimnis, dass du hinter der Kamera stehst. Kannst du bitte sagen, ob du die Küche magst? Ja, ich finde sie richtig schön. Also er findet sie richtig schön. Und ich finde sie auch richtig schön. Und wir sind super, super, super happy mit der Küche. Leute, wenn euch meine Küche gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Nein, Spaß. Hauptsache, meine Küche gefällt mir. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Es geht so richtig in die Einrichtungsphase. Und es macht auch wirklich Spaß, wenn man die Kohle dazu hat. Genau, es kommt dann auch irgendwann. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich freue mich, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder in Lillis Welt begrüßen kann. Ciao!